dann komme zum ersten Buch, das ich von der Leipziger Buchmesse mitgenommen habe. Und zwar von Susanne Laudeas, Angel Fall. Also nicht Fall, sondern Angel Fall heißt es. Ist ein Thriller. Und Thriller, das ist bei mir eigentlich immer sowas eher Seltenes. Aber mich hat das Cover interessiert und habe mir dann mal hier den Buchrücken vorgenommen. Und dann war ich interessiert und wollte es unbedingt haben und lesen. Immer wieder träume ich diesen Traum. Sitze mit dir im Auto und wir fahren durch die Nacht. Eingehüllt in die Dunkelheit begleitet uns nur der Mitternachtsstreifen auf dem Asphalt und die Musik im Radio, die plötzlich rückwärts angespielt wird. Jeden Tag kämpft Emily sich durch ihr Leben, je heftiger, umso besser. Sie will sich spüren, bringt sich in Gefahr, dann lernt sie Striker kennen, der sie tatsächlich an ihre Grenzen bringt und darüber hinaus. Ich bin sehr gespannt. Mika Liest hat zum Beispiel hier was dazu geschrieben. Das Buch entzieht sich den Genregrenzen oder setzt sich einfach darüber hinweg. Dramatik, Romantik, Spannung. Cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist erschienen in dem kleinen Verlagshaus Elgato. Von dem bekommt er da vorne vielleicht gleich noch was mit. Dafür kostet es aber 22,50 und das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Auch wenn ich sehe, dass das wirklich ein tolles, qualitativ hochwertiges Hardcover sind einfach 22,50 zu viel. Ich wollte es trotzdem haben, weil wenn mich persönlich mal ein Thriller anmacht, aber ich muss mich ja da berichtigen, denn ich weiß es ja eigentlich besser. Es ist eigentlich gar kein wirklicher Thriller im herkömmlichen Sinn. Deswegen ist auch auf der, falls ihr euch das Buch kaufen werdet, auf der Version dieses Thriller, das hier unten klein abgedruckt ist, nicht mehr drauf. Dann ist es eben kein reinrassiger Thriller, wie mir Susanne Lauders auf der Leipziger Buchmesse so freundlich erklärt hat. Da war nämlich die Autorin auch dabei. Und jetzt habe ich hier auch noch meinen Buggy dabei. Und wie ich sehe, ist der noch ganz schön voll. Da sind nämlich noch einige andere Bücher, aber unter anderem drinnen ist da noch eine ganz schöne Menge an Zeug, das ich auf der Leipziger Buchmesse mitgenommen habe drin. Heieiei. Ja, aber machen wir erstmal, glaube ich, mit den Büchern weiter. Meine Herren. Oh. Das sind nämlich drei richtig, richtig tolle, coole Bücher. Die hat mir die Amanda mitgegeben auf der Leipziger Buchmesse. Und zwar Amanda Koch. Wunderschöne Bücher. Die Prophezeiung, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das jetzt der erste Teil? Trauer, Sehnsucht, das Verraten, Esme
Brackets Augen. Esme Brackets heißt die Frau. Augen, bis sich ihr Leben auf magische Weise verändert. Der Geist von Avalon ruft nach ihr und sie spürt einen Zauber um sich, der sie zu Raven Sutton führt. Aber wer ist dieser junge Mann, der ihr so seltsam vertraut erscheint? Esme erfährt von der Prophezeiung der Lichtelfen. Die heilige Insel Avalon und das magische Land Amaduria sind in Gefahr. Mächtige Feinde drohen die Wächter von Avalon, die Erben des großen Merlin. Die schwarzen Alben sind stark und in einer Vision sieht Esme Ravens Tod. Das dunkle Grauen greift auch nach ihr. Ist sie wirklich Teil einer Prophezeiung? Kann sie Raven im Zauber der magischen Welt retten? Ein spannender Roman, der Avalon im Wandel magischer Zeiten zeigt. Die Prophezeiung ist das erste Buch der Trilogie Die Wächter von Avalon. Und wie ihr seht, habe ich gleich mal alle drei mitgenommen. Und die liebe Amanda Koch, danke Mandy, dass du mir die Bücher auch noch signiert hast. Lass dich von all der Magie Avalons zaubern. Ja, schön. Ich bin sehr gespannt. Ich finde auch die Cover wunderschön. Die gibt es, oder gar, ich weiß gar nicht, ob es die im Buchhandel so gibt. Da ist nämlich das als Bundle mit einem echten Ledergürtel zusammengeschnürt. Und das ist total cool. Und die Covers sind total schön. Und hier ist auch Katte innen drinnen. Und die Bücher hier, auch das schlicht und wunderschön mit silberner Schrift. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolle Qualität an Büchern. Total. Wow, ich finde es richtig cool und ich bin sehr gespannt auf diese Bücher. Die sehen auch so schön aus. Hier, wartet mal. Ich packe die mal vor meine Fresse hin. Seht ihr? Also echt, echt cool. Packen wir die mal hier oben drauf. Vorerst. ich gucke mal, was denn hier sonst noch drin ist. Das hält sich jetzt in Grenzen. Eines, das ist wirklich ein außergewöhnliches, tolles Teil, aber dazu komme ich gleich ganz am Schluss. Das ist nämlich das Goodie Bag von Laura Newman. Die hat da wieder unglaubliche Mengen von angefertigt gehabt. Ich habe es, glaube ich, in meinem Video vom Samstag, der Leipziger Buchmesse, gibt es eine kurze Szene, wo ich die ganzen Massen an Goodiebags zeige, die sie zusammen mit ihrer Mutter und mit ihrer Oma auf die Leipziger Buchmesse geschleift haben. Für Lauras Leser. Ich finde es total faszinierend. Was haben wir denn jetzt hier alles noch? Wartet mal. Lesezeichen und ja, das ist es, glaube ich, erstmal. Ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar von Kim Kästner, eine Leseprobe, Anima, schwarze Seele, weißes Herz. Kommt es hierher. Eine weitere Leseprobe, es ist nur ein Spiel, Caraval von Stefanie Garber. Sieht so aus. Und hier habe ich noch eine Leseprobe von denen hier.
Brandon Sanderson, Schatten über Elantel, ein Nobelgeborenen Roman, whatever das sein soll. Ein tolles Lesezeichen von der lieben Laura habe ich noch hier so. Dann vom Verlagshaus Delgato ein Programm, Winter-Frühling 2017. Ja, gibt es ein paar echt coole Bücher, finde ich. Ja. Und ist ein ganz zauberhafter kleiner Verlag. Ihr könnt euch ja mal ins Internet wagen. Da gibt es bestimmt irgendeine Seite vom Verlagshaus Delgato. Ich sehe zwar jetzt hier nicht wirklich was, aber die hat vielleicht irgendeine Internetseite. Schaut mal da vorbei. Dann Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V. ist das hier. Voll cool. Bin ich mal gespannt. Ich habe es noch gar nicht durchgelesen. Muss ich gleich nachher mal lesen. Denn ihr wisst ja, ne, Tolkien, bin ich ein absoluter Freak. mein Buch Proclaimer von Buchmesse zu Buchmesse 2017. Cool. Das ist nur so ein kleines Kalenderchen, aber total süß. Cool. Weiß ich absolut, was mit anzufangen. Da schreibe ich mir nämlich Bücher rein, die ich bald haben will und die an einem bestimmten Zeitpunkt erscheinen, damit ich das nicht vergesse. Ja, von der lieben, oder von Mike eigentlich, glaube ich, Daphne Unruh auch. Ja, das ist die Mini, die Lesekatze. Die wünscht auf der Postkarte frohe Ostern. Finde ich cool. Dann das Programm hier von den Lieblingsautoren. Ganz viele tolle Autoren, die sich hier wieder zusammengeschlossen haben, um zusammen einen Stand bei der Leipziger Buchmesse zu haben. Die Autorin Ella Wünsche, die Autorin Daphne Unruh, Fliedertraum. Oh. Cool. Und. Ja. Voll cool. Ja. Dann hier haben wir noch eine Postkarte. Und was ist das da Schönes? Ja, das ist es tatsächlich, das wunderschöne Programm vom Drachenmond Verlag. Da sind nämlich die ganzen Autoren, Autorinnen und die ganzen Bücher, die im Drachenmond Verlag erscheinen, drin aufgeführt. Und das sind so tolle Werke mit so coolen Covern, unter anderem Coherent, wie ihr hier erkennen könnt, von Laura Newman, ist im Drachenmond Verlag erschienen. Und ja, da werde ich bestimmt das jetzt bald mal durchstöbern und was finden, was mir da noch so gefallen könnte. Was ist das Schönes? Auf einen Blick, das ist ja ein Programm gewesen von der Leipziger Buchmesse. Das hier, muss ich mal schauen, wo ich das aufhänge. Das ist nämlich ein Cover von
der lieben Amanda Koch die Wächter von Avalon. Volle Breitseite. Ja, cool. Ja. Und hier ist so eine kleine Goodie-Tüte, da waren ein paar Süßigkeiten auch drinnen. Von der lieben Niki P. Kiso. So. Ganz süßes Tütchen. Mit einem coolen Tee. Sahne, Karamell. Oh, cool. Niki, wenn du mich hier siehst, den mache ich mir jetzt gleich. Ich bin langsam vom Labern ein bisschen heißer. Von dem her so ein Sahne-Karamell-Räubusch-Tee tut vielleicht meine Stimme ganz gut. Hier sind coole Lesezeichen noch drinnen. Und Gott sei Dank habe ich das Lesezeichen gerade gefunden. Ja, denn ne, vergesslicher Typ. Noel und Noel. Und hier Noel und Noel. Voll schönes Lesezeichen. Und hier ist eben hier noch, das, da komme ich gleich drauf noch, dass ich das nicht vergesse. Und hier von den Lesekatzenbuchbox. Meine monatliche Bücherraschung. Ja. Bin ich billig dran gekommen auf der Leipziger Buchmesse. Ja, das ist eine tolle Tasche. Lesekatzenbuchbox Lesezeichen sind da drin gewesen. Und ja, noch ein Lolli. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich sonst noch so drin gewesen ist, denn ich glaube, das war einfach nur so ein Überbleibsel und die Tasche, die hat mir jemand in die Hand gedrückt und da mit und ich so, ja cool, Tasche, aber so Post-its sind da auch noch drin gewesen, von dem her tolle Sache, schöne Tasche, kann ich mir hier zu meinen anderen Taschen dazu hängen. Ja, jetzt kommen wir noch, ganz zum Schluss. Ich habe nämlich noch vier weitere Neuzugänge, und zwar als E-Book von Niki P. Kiso, Fuchsfluch, beziehungsweise diese Fuchsgott-Reihe von ihr. Fuchsgott, Fuchsfluch und so. Weil ich es leider nur als E-Book habe, werde ich es hier mal komplett einfach einblenden, die vier Bücher, die vier Buchcover von Niki. Ja. Ich liebe ja Noel und Noel und ich will jetzt mal sehen, ob das nur eine Eintagsfliege gewesen ist, die Geschichte von Noel und Noel, oder ob die Geschichte mich auch so ja, mitnimmt und fesselt wie Noel und Noel. Ja, aber nun, Laura, ich bin gespannt. Ich pack mal aus. Hey. Darin enthalten ein cooles, die neuen Cover von Nachtsonne. Kann man hier sehen. Voll cool. Und man kann sich hier eine Leseprobe runterholen. Hm? Voll cool. Ja gut, aber ich finde es geil, also ich finde coole Postkarten von Laura Newman, wieder
Nachschub an Nachtsonne und Coherent und Jonah Lesezeichen. Another Day in Paradise und This New World Lesezeichen und noch eine coole Nachtsonne-Postkarte. Wieder richtig, richtig cool von Laura. Weil ich finde die Lesezeichen so toll. Ich seit echt einiger Zeit lese ich Bücher ganz, ganz häufig mit Lauras Lesezeichen. Die sind irgendwie cool. Ja, und hier. Oh, das ist cool. Das ist cool. Sind so Sticker. So kleine Sticker. Another Die. Another Anyone Dies in Paradise Sticker. Und dann hier This New World Sticker. Cool. Und ein Nachtsonne Sticker. Cool. Das taucht mir. So. Cool. Echt cool. Die gleich mal wieder da rein. Nicht, dass die verloren gehen. Die kleinen Schlingel. Und dann haben wir ja hier die Tüte, allein die Tüte ist cool, ich finde nicht. Hier Goodies. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Und das ist cool. Das ist nämlich eine Kette. Ja. Mit einer von Lauras Betonkunstwerken. Das ist nämlich hier ist Beton. Ja. Und da ist ein ja, so ein kleiner Auszug an Buchstaben steht da drauf von den Büchern, von bestimmt Lauras Buch und was. Ja. Und kann ich das auch tragen? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich das auch tragen kann. Ich finde es nämlich irgendwie cool. Und ja, zwei ganz coole, wunderschöne Bonbons sind noch drin dabei in dem Goodie Bag. Ja, Wahnsinn. Gott, ich glaube, das hat jetzt auch wieder so unheimlich lange gedauert, das Video. Und ich hoffe tatsächlich, dass ihr dran geblieben seid. Ja, aber es gab auch jetzt eine ganz schöne Menge ja, zu zeigen. Ja, trotzdem, das war's von meinem Messe, ja, Mats und Messe Neuzugänge-Video. Gott. Ja, wie auch immer, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.